Welche Industrie benötigt in Deutschland am meisten Energie? Als energieintensivste Branche entfiel 2022 ca. 8% des deutschlandweiten Energieverbrauchs auf die Chemieindustrie und somit Platz 1. Eines dieser Unternehmen ist die Okema Process GmbH mit Sitz in Großrohrheim. Worauf es dabei in Sachen Energie ankommt, das erfahrt ihr in unserem heutigen Video. Tommy, würdest du dich und die Firma Okema für unsere Zuschauer einmal kurz vorstellen? Ja, das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Tommy Reinbold. Ich bin der Geschäftsführer hier bei der Okema Process. Ich arbeite in dem Unternehmen seit 1997. Gegründet wurde das Unternehmen 1922, das heißt, wir sind heute im 102. Jahr. Damals war unser Hauptgeschäft der Chemiehandel, was heute immer noch eigentlich unser Core-Business ist. Aber dadurch, dass sich die Okema weiterentwickelt hat und wir in verschiedenen Bereichen auch arbeiten, ist ein Bestandteil hier die Recyclinganlage in Großrohrheim. Mhm. Und diese betreue ich seit 2012 als Geschäftsführer. Okay. Und was genau macht Okema dann grundsätzlich? Wo begegnen uns eure Produkte so im Alltag? Also Okema, wie ich ja schon eingangs gesagt hatte, wir sind ein Chemiehandel. Das heißt, wir kaufen die großen Mengen bei den Produzenten ein. Mhm. Und verteilen das quasi an die Endverbraucher. Das heißt, wir als Beispiel, wir kaufen Natronlauge in großen Mengen bei einem Großkonzern wie einer BASF ein und verteilen das quasi an die Endverbraucher, die das dann in 2000 Liter, 1000 Liter, 50 Liter, das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Gehe ich in den Supermarkt? Welches Produkt muss ich in die Hand nehmen, um etwas zu haben, wo ihr die Finger im Spiel hattet? Ja, wenn du in den Supermarkt gehst, dann wirst du mit Sicherheit Desinfektionsmittel kaufen. Ja, und dieses Desinfektionsmittel besteht aus Rohstoffen. Und diese Rohstoffe liefern wir quasi den Herstellern für Desinfektionsmittel. Okay, klingt spannend. Schauen wir uns das mal an. Sehr gerne. Ja, was macht die Chemieindustrie im Vergleich zu anderen Branchen so besonders? Ja, was macht sie so besonders? Die chemische Industrie oder ganz speziell die chemisch produzierende Industrie, wie sie hier am Standort in Großrohrheim haben, wir brauchen einfach Unmengen an Energie. Ja, also Energie sind die zwei Hauptfaktoren, ist Strom und Gas. Das benötigen wir im Endeffekt, um den ganzen Produktionsprozess auch umzusetzen. Mhm. Das heißt, wir brauchen Gas, um unser Thermalöl zu erhitzen, um die Temperatur in den Kolonnen auch dementsprechend zu haben, damit wir eine Destillation auch vorantreiben können. Wir brauchen die Druckluft, wo wir extrem viel Strom benötigen, um den Druck auch in den Anlagen zu halten, um den ganzen Prozess auch immer fortlaufend in Bewegung zu halten. Und das ist dann quasi halt nicht immer ganz einfach. Heißt für dich die Herausforderung als Geschäftsführer in Sachen Energie? Ja, das ist die Herausforderung, weil ich als Geschäftsführer natürlich immer schauen muss, dass wir so kostenneutral, will ich jetzt nicht sagen, aber kostenoptimierend arbeiten. Das heißt, wir versuchen, unsere Prozesse zu optimieren im Bereich Druckluft. Wir beschaffen neue Kompressoren, die weniger Strom brauchen, um Druckluft zu generieren. Wir versuchen, neue Heizungssysteme anzuschaffen, die auch weniger Gas benötigen. Und das sind genau die Dinge, die uns eigentlich täglich und immer beschäftigen. Mhm. Und besser? Ja, klar. Energieeinkauf. Wie sah euer Energieeinkauf vor der EGT aus und was wolltet ihr ändern? Was war euch wichtig? Ja, was war der Energieeinkauf vor der EGT? Das ist eine gute Frage. Das ist wie heute. Heute hatten wir ja leider einen kalten Tag ausgesucht. Deswegen haben wir uns ein bisschen wärmer angezogen. Finde ich ja gut. Aber was hat uns dazu bewegt? Wir waren einfach nicht mehr ganz zufrieden mit unserem damaligen Energieversorger, weil wir immer das Problem hatten, wir haben dann immer einen Energiepreis bekommen, einen Endpreis, einen Festpreis. Und und das ist mir halt hier am Standort in Großrohrheim dann negativ aufgefallen, weil wir 60% von der Gesamtenergie in Deutschland benötigen. Das heißt 60% vom Strom und 60% vom Gas.
Deswegen habe ich dann damals mit der Geschäftsführung beschlossen, dass ich den Energieeinkauf zentral mache und mich nach einem neuen Energieversorger umschauen werde. Heißt neben Geschäftsführer auch Energiemanager der OKEMA? Das heißt auch neben Geschäftsführer und anderen Dingen auch die Energiebeschaffung für alle deutschen Standorte. Ja. Okay. Und warum habt ihr euch für das EGT Spot Plus Produkt entschieden? Also welchen Nutzen zieht ihr daraus? Ja, Energie Spot Plus, also wir hatten ja vorhin noch dieses Portfolio Management, ja, das ist ja auch schon immer so einige Jahre her. Das war ja noch die Zeit 2019, wo wir dann den ersten Vertrag für 20 bis 2023 gemacht haben. Und für mich ist immer wichtig, ich muss Dinge planen. Es muss planbar sein. Es gibt variable Plankosten und die fixen Plankosten. Und wenn ich das im Energiebereich ein bisschen koordinieren kann, dann ist es für mich sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir dann auch gesagt, nach dem ersten Vertrag jetzt auf Energiespot Plus zu gehen. Okay, das heißt, die Kombination aus Terminmarkt und Spotmarkt war für euch das perfekte Match? Das ist auch so. Ja. Okay. Das ist aber auch heute noch so. Wenn man den Spotmarkt sich betrachtet, ihr macht das tagtäglich. Ja. Ich bekomme immer mal wieder Informationen von der EGT, wie sich die Marktpreise entwickeln, weil wir uns ja wieder committed haben oder den Vertrag bis 2025, bis nächstes Jahr. Und wir wollen natürlich auch die Jahre darüber weiterhin mit der EGT zusammenarbeiten. Und da ist es wichtig, immer auf dem Terminmarkt zu sein wie auf dem Spotmarkt. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass mein Energieversorger mich mit den richtigen Informationen versorgt, dann ist es für mich einfach ein gutes Gefühl zu sagen, wir gehen den Weg dann weiter in diesem Bereich der Energiespot Plus, also sprich Terminmarkt und Spotmarkt. Okay. Ja, wie kam es denn zum Kontakt mit der EGT und seit wann seid ihr bei uns? Ja, wie kam es zum Kontakt zur EGT? Ist relativ einfach. Ich bin natürlich als Privatkunde schon sehr, sehr lange bei der EGT. Ich würde sagen, schon über 20 Jahre, auch meine Familie. Dann ist natürlich in meinem privaten Umfeld, gibt es immer natürlich den einen oder anderen, der bei der EGT arbeitet. Und letzten Endes war es dann so, dass ich dann berichtet habe, in meinem Bekanntenkreis, dass wir halt immer ein bisschen Probleme haben mit der Energiebeschaffung, dass ich nicht ganz zufrieden bin. Ja, und dann kam endlich die Frage von der EGT, Mensch, lass uns doch mal zusammen was probieren. Und dann, dann ging es quasi in den Wettbewerb. Und das heißt, die EGT hat sich gegenüber den Großen dann in der Energiebeschaffung dann durchgesetzt. Nicht schlecht. Und was schätzt ihr an der EGT im Vergleich zu anderen Anbietern? Ja, was schätze ich an der EGT oder wie an der EGT? Es ist einfach die Transparenz. Mhm. Ja, die Transparenz. Es ist ein kleiner Mittelstand. Wir sind noch ein kleiner Mittelstand. Wir wachsen natürlich auch. Wir sind natürlich mittlerweile ein Konzern in der Struktur. Aber letzten Endes in der Beschaffung sind wir immer noch ein Mittelstand. Und das schätzen wir, dass es einfach ist, diese Kommunikation zwischen der EGT und der OKEMA, die ist einfach sehr, sehr gut, offen, transparent und ehrlich. Und das schätze ich. Und das sind auch, sage ich immer, die Dinge, die ich für mich als sehr wichtig erachte. Und die Beschaffungsstrategie EGT Spot, wem würdest du die grundsätzlich empfehlen? Also grundsätzlich würde ich diese Beschaffungsstruktur jedem empfehlen. Ja, aber natürlich jetzt nicht im Privaten, das ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal, für die, die viel Energie benötigen, also wie wir oder in der chemischen Industrie oder grundsätzlich in der Industrie, die einen Teil planbar haben wollen und einen Teil fix haben wollen. Für die ist es eigentlich eine sehr gute Variante. Ja, Tommy, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Falls ihr mehr wissen wollt über das Thema Energiebeschaffung, dann schaut euch gerne unsere bisherigen Videos an. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne unter diesem Video, gebt uns einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Time to change.